Fehler beim ersten Date mit einer Thai-Frau oder besser gesagt, wie verhalte ich mich beim ersten Date mit einer Thai-Frau? Und das besprechen wir in dem heutigen Video, also viel Spaß dabei. Ja, erstmal generell muss man da unterscheiden, in welcher Altersklasse bewege ich mich, wie alt ist die Dame, die ich jetzt gerade daten möchte, denn da gibt es nämlich auch einige Unterschiede. Man muss dazu sagen, dass ja, die Frauen hier, die so ein bisschen über 40 sind oder ab 40, noch ja, anders erzogen wurden als die jüngere Generation jetzt hier. Mit der jüngeren Generation meine ich so die 20-Jährigen, ne? Aber da gehen wir im Laufe des Videos gleich auch nochmal drauf ein. Generell ist es da so, dass die Jüngeren natürlich das nicht mehr so ganz so eng sehen alles oder ganz so verbissen sehen und die da schon ein bisschen lockerer sind und ja eher so nach den westlichen Standards auch daten. Was bei den etwas Älteren natürlich nicht der Fall ist. Da gibt es dann eben doch gravierende Unterschiede zu deutschen Frauen oder aus Europa Frauen oder beziehungsweise besser gesagt aus dem Dachraum. Also der wichtigste Punkt gleich zum Anfang ist, wenn man ein Date oder das erste Date mit seiner Herzensdame hat, dann verabredet euch auf gar keinen Fall an einem abgelegenen Ort mit ihr. Na, dazu kann auch schon, ja, sag ich mal, irgendein Nationalpark dienen, was abgelegen ist oder vielleicht sogar der Strand. Also das ist eine Sache, die eigentlich nicht so gut ankommt. Wählt dazu am besten einen Ort, wo viele Leute sind. Ja, erscheint unbedingt pünktlich zu dem Date, zu der angegebenen oder verabredeten Zeit. Gerade bei den etwas älteren Frauen ist das wichtig, die legen da natürlich Wert drauf. Bei den jüngeren, naja, da kann es natürlich passieren, dass ihr dann eben auf die Frau wartet. Das ist dann natürlich auch keine Seltenheit, aber ihr müsst auf jeden Fall pünktlich dort sein, weil das macht erstmal den besten Eindruck. So, weiterhin ist es ganz wichtig, dass ihr euch vernünftig kleidet. Also die Frauen hier in Asien oder Südostasien legen immer großen Wert darauf auf eine vernünftige Kleidung und die ziehen sich auch selbst vernünftig an und schick an. Und wenn ihr dann mit so einer abgerissenen Jeanshose oder so einem alten zerfledderten ja, T-Shirt oder was auch ich immer ankommt, dann sieht das überhaupt nicht gut aus und das hinterlässt überhaupt keinen guten Eindruck. Also achtet auf eure Kleidung und dass ihr auch wirklich prima ausschaut. Ja, ich verstehe natürlich, dass es hier immer relativ warm ist, dass man sich da immer wirklich locker, flockig anziehen möchte. Aber bei einem Date ist das wirklich unpassend. Da müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich akkurat gekleidet seid oder auch schick gekleidet seid. Wie auch immer, und nicht mit so einem abgerissenen oder gelöcherten, schmutzigen T-Shirt ankommt oder so ein Trägershirt oder was auch immer. Das habe ich auch schon manchmal gesehen in der Stadt, wenn man da so das Pärchen, das eine oder andere eben sieht. Ja, da sieht die Frau relativ schick aus und der Mann kommt daher, ja, ich will jetzt nicht sagen wie ein Penner, aber auf jeden Fall sieht das wirklich nicht sehr schön aus. Also achtet auf jeden Fall auf ordentliche Kleidung. Da stehen die Frauen hier in Thailand sehr drauf. Wenn es dann zum ersten Date gekommen ist und ihr zusammen sitzt, dann erzähle ihr nicht innerhalb von 10 Minuten deinen ganzen Lebenslauf. Das ist hier in Thailand überhaupt nicht wichtig und das interessiert eigentlich auch niemanden. In meisten Fällen fragen die Leute oder auch die Frauen überhaupt nicht danach, weil das so eine Sache ist, die hier nicht wirklich zählt und auch nicht wichtig ist. Ich würde auch nicht erzählen, wie viel Geld du im Monat verdienst, weil du musst die Frau damit nicht wirklich hier überzeugen. Es reicht eigentlich schon, dass du ein Ausländer bist und die gehen davon aus, dass du wirklich dein Leben im Griff hast und das auch eben finanzieren kannst. Also das ist auch eine Sache, die hier nicht wirklich wichtig ist, dass du darüber sprichst, wie viel Geld du im Monat eben verdienst. Sprich stattdessen lieber über das Essen hier in Thailand, was du gut findest, oder sprich mit ihr über die thailändische Kultur, was dich daran interessiert, stell ihr Fragen darüber. Das sind so eher die Themen, die hier die thailändischen Frauen interessieren und wo du auch einen wirklich guten Ansatzpunkt hast, um mit ihr da irgendwo auch ins Gespräch zu kommen. Wenn deine angebetete Thai-Frau dann endlich eintrifft zu eurem Termin, dann wundert dich nicht, dass vielleicht sie noch eine zweite Person dabei hat. Das kann entweder eine Freundin sein oder ein sehr, sehr guter Bekannter. Das ist also auch relativ normal hier. Das wird also sehr, sehr oft gemacht, dass sie eben nicht alleine zum ersten Termin kommt.
Und darüber solltest du dich eigentlich nicht wundern. Das ist eigentlich nur so eine, ja, Art von Unsicherheit, oder sie will auf Nummer sicher gehen, dass auch alles okay ist. Also das ist eine völlig normale Sache, wenn das hier die Thai-Frau beim ersten Date eben macht. Darüber muss man auch nicht böse sein. Wie gesagt, das ist eine ganz normale Sache. Wenn das eben bei dir eben so der Fall sein sollte, dann lächle einfach darüber, sei nicht ärgerlich oder gekränkt, weil das ist wirklich eine normale Sache. Und wenn man dann noch ärgerlich ist oder sonst irgendwas, das verdirbt die Stimmung und dann kommst du auch nicht wirklich weit damit. Übernimm du auch auf jeden Fall die Rechnung in dem Restaurant oder Lokal, wenn es eben so sein sollte, wenn ihr euch dort trefft. Das kommt nämlich sehr gut an und das wird auch von den Thai-Frauen hier erwartet, dass der Mann eben die Rechnung bezahlt. Das ist auch völlig egal, in welcher Situation die Frau ist, ob sie vielleicht selber reich ist oder nicht. Das wird auf jeden Fall hoch angesehen und wird auch erwartet, dass du dann eben die Rechnung trägst. Sollte das Date recht gut verlaufen und ihr euch wirklich super versteht, dann ist es natürlich auch so, dass du sie auch in der Öffentlichkeit nicht küssen solltest. Das ist eine Sache, die gerade bei Frauen so über 40, die noch, sag ich mal, nach der alten Schule erzogen wurden, absolut verpönt ist. Also das wird in Thailand hier überhaupt nicht gerne gesehen und wird auch wirklich kaum gemacht. Außer jetzt bei Jüngeren, die jetzt ja noch nicht so alt sind, wie zum Beispiel so eine 20, 25-Jährige, was weiß ich, ne, in der Richtung. Die sehen das natürlich schon ein bisschen lockerer, da ist das nicht ganz so schlimm. Aber bei etwas älteren Frauen, die mögen das überhaupt gar nicht und das solltest du auf jeden Fall vermeiden und oder besser gesagt überhaupt gar nicht erst machen. So Händchen halten beim Spazierengehen oder so, das kann man natürlich machen, aber alles andere, was so ja körperliche Sachen betrifft, ist hier in Thailand also nicht gerne gesehen und wird auch kaum praktiziert. Wenn das Date nicht ganz so gut verlaufen sollte, so wie du dir das vielleicht gedacht hast, und du vielleicht noch ein zweites Date haben möchtest, dir die Thai-Frau aber dann immer sagt, ja, ich bin beschäftigt oder schreibt dann, ich bin busy, ne, I'm busy oder ja, ich habe viel zu tun, solche Sachen zum Beispiel, das ist hier dann auch ganz normal. Das heißt dann eigentlich eindeutig, dass sie keinen weiteren Kontakt oder kein weiteres Date mit dir eben haben möchte. Hier in Thailand ist es eben so, dass es nicht wirklich direkt gesagt wird, dass sie das nicht wollen, sondern ja, die gehen immer so ein bisschen friedliebend daher oder wollen dich nicht beleidigen. Also das ist leider hier auch so, dass sie dir das nicht wirklich direkt sagen, so wie es oftmals in Deutschland zum Beispiel oder Österreich, Schweiz der Fall ist, dass die Frau dir direkt sagt, nein, ich habe kein Interesse, wir lassen das. Das ist hier eben nicht der Fall. So direkt wird dir das keine Thai-Frau eben sagen, sondern die wird es eher so umschreiben oder, wie ich eben schon gesagt habe, sagen, dass sie keine Zeit hat oder dass sie sehr beschäftigt ist, der Hund krank ist, die Katze zum Arzt muss oder sonst irgendwas. Daran kannst du dann eigentlich eindeutig feststellen, dass sie kein zweites Date mit dir haben möchte. Ja, ich denke, das waren so die wichtigsten Punkte jetzt im Jahre 2024, was man eben bei so einem Date beachten sollte, was man machen sollte, was man eben nicht machen sollte. Das habe ich jetzt heute mal meine Meinung hier gesagt. Sollte es noch ein paar Sachen geben, die ich vielleicht vergessen habe oder die euch noch einfallen, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das würde mich sehr freuen, wenn ich da mal was lese, ob ich da vielleicht doch irgendwas vergessen habe. Ja, das ist schon das Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren oder vielleicht sogar ein Abo dalassen, das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auch kein Video mehr verpassen. Und ich wünsche euch alles Gute. Bye bye. Ciao, ciao.